Advent-Truppen transportieren auf dem Luftweg einige Vorratskisten aus dem Gebiet ab und uns bietet sich eine Chance, auch welche abzugreifen. Orten und markieren Sie die Kisten mit Sendegeräten, dann erledigt Firebrand den Rest. Und damit, hallo und willkommen zurück zu einer meiner Hassmissionen, nämlich diese scheiß Kisten markieren. Ich hasse es. Ich hasse es wirklich. Willkommen zurück zu XCOM War of the Chosen. Willkommen, Kommandoron. Ist eine Weile her, aber Real Life und Stuff. Naja, außerdem habe ich ja auch eine neue Ding angefangen hier mit Sakura. Nun ja, dann wollen wir mal. Ich sollte definitiv Tassa davor schicken, da er. Führen Sie mich. Ja, eher Nahkampfmaterial ist. Ah, hier ist aber gerade absolut nichts, wo er machen könnte. Des Weiteren, wir dürfen nicht viele Explosivsachen mitnehmen. Hier ist ein Fenster. Ich möchte gerne nämlich Jimmy Lee aufs Dach raufschicken. Position bestätigt. Und vielleicht... Okay, jetzt hat er irgendwas gefunden. Nein. Und vielleicht auf die andere Seite vom Dach... Spartan. Einfach weil er auch schon Probleme hat mit Schussgenauigkeit. So. Nikolai kann ganz normal vor. Und wir müssen ein bisschen gucken, dass wir die Leute ein kleines bisschen... Okay, okay, okay. Das sind schon Gegner. Das ist okay. Roman, du darfst auch vor. Du hast Angst vor Auserwählten, ne? Das ist natürlich super. Top-Notch-Material für so Mission, ne? Angst vor Auserwählten. Hoffen mal, dass kein Auserwählter kommt. Nikolai kann ich jetzt gerade nicht mehr machen, weil ich Angst habe, dass ich ihn dann eventuell... Gib ihm mal einen Feuerschutz. Okay. Beide Indoors. Wer von euch hat jetzt nochmal EMP-Munition? Das ist eine Frostbombe, aber keine EMP-Munition, ne? Könntest aber ihm relativ viel Schaden machen. Relativ viel. Ich meine, gar keine schlechte Idee. Hauen wir mal die Übersteuerung rein. Ich kann ihn später, ich muss eh früher oder später die Hochhäuser wieder verlassen. Von dem her ist es nicht schlimm. Okay, da sind noch ein paar Lost. Da sind auch ein paar Lost. So. Ich könnte in Stasis setzen. Ich weiß nicht mal, wie du ihn siehst, aber anscheinend siehst du ihn. Jimmy kann da oben natürlich nicht viel machen. Es kann natürlich sein, dass ich ihn gleich wieder runterzwirbe. Wahnsinn, Seelenfeuer. Reißen durch die Wand. Wäre natürlich eine Idee. Aber wir haben ja gesagt, das wollen wir nur machen, wenn er auch stirbt. Okay. Die Tür scheint zu oder offen oder keine Ahnung, was mit der Türe abgeht. Aber ich würde mal sagen, wir machen direkt mal einen Kettenschuss auf den Purifier. Oh yeah! Take that!
noch ein! Das ist natürlich super. So. Dann gucken wir mal. Jimmy kann nämlich von hier oben rein gar nichts machen, aber wir können ihn zumindest in Position bringen. Wird erledigt. Da er ja eh jetzt schon, ne? Mit ihm will ich den Roboter ausschalten. Vorräte markieren erstmal. Wir empfangen ein starkes Signal. Dann ballern wir mal ein paar von denen hier um. Sie sind so schwach wie immer. Und da punchen wir. Ach, das geht gar nicht. Du kannst... Wie viel Prozent Chance hast du? 65. Na komm, das reicht. Nicht. Verdammt. Ich verhalte mich fast schon menschlich. Dann gucken wir mal. Oh, man ist immer noch gestealth, das ist natürlich cool, aber bringt uns jetzt relativ wenig. Nähere mich der Zielposition. Dann Van Beck. Geben wir ihm eine mit. Dann sollte Nikolai ihn immer noch nicht schießen. Ah ja, abschotten können, das ist ja fantastisch. Roman hat jetzt nicht wirklich... Oh, wir könnten ein Teamwork geben. Aber das bringt nicht so viel. Okay. 82%. Ich meine... Besser als nichts, wahrscheinlich. Okay, komm. Hau rauf. Rüstung wurde getroffen. So, dann können wir nämlich ihn voll zerschreddern. Und haben nämlich direkt noch das Momentum auf unserer Seite. Natürlich haben wir bei der Mission einen Auserwählten. Es war ja so klar. So klar. Es ist gefährlich hier draußen. Oh Mann, krieg dich ein. Gut. Advent hat schon ein paar Kisten zur Extraktion markiert. Wenn wir uns beeilen, können wir sie vielleicht für uns markieren und den Transport verhindern. Ein Auserwählter. Dieser Einsatz ist gerade um einiges gefährlicher geworden. Auf die Position dieses Dings achten und es ausschalten. Okay, verstecken sich schön hinter Kisten. Macht ihr super. Wird vielleicht Zeit, dass wir dem Auserwählten ein bisschen einen untoten Köder in den Kopf schmeißen. Firebrand ist zum Abladen auf Deck. Markieren Sie weitere Kisten, Menace 1.5. Ich beobachte Sie. Okay. Also wir haben eine Schreddersturmkanone, das heißt, wir können relativ viel hier ausmachen. Aber ich möchte auf jeden Fall... mit dem Köder hier den Auserwählten treffen, beziehungsweise auch ihn hier. Roman, du bist hinter guter Deckung, das heißt, ich lasse dich auch mal hinter guter Deckung, aber schicken wir mal direkt einen schönen Gruß aus der Küche! Hallo. Zeigt sie. So. Wir können die Verlorenen von hier oben relativ einfach ausschalten.
Problem ist nur, das Gebäude brennt. Deswegen bringe ich dich mal auf die andere Seite. So. Einmal. Ziel eliminiert. Zweimal. Die, wo uns zu nahe sind, die machen wir lieber weg. Ziel neutralisiert. So, und jetzt ein Schnellfeuer. Könntest du ihn nämlich ausschalten. Hoffen wir mal, dass es klappt. 73%. Nice! Sehr schön. Damit ist einer schon mal weg. So. Sie tun mir schon fast leid. Sie wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Ein Betäubungsangriff. Bringt uns jetzt eigentlich relativ noch nicht so viel. Wir könnten mit Volt könnten wir auch ein bisschen was machen, aber meh. Wir markieren weiterhin Kisten. Vorerst. Vorräte markieren. Gute Arbeit. Das Ortungssignal von Advent ist ausgeschaltet und unser Sendegerät aktiv. Präzisionsschuss. Hat nicht gereicht, aber das ist auch nicht schlimm. So. Nikolai hat hier absolut nicht viel Deckung, wie ich sehe. Ist halt relativ weit hinten. Master Chief wahrscheinlich genau das gleiche. Könnten wir aber eventuell mit einer Säurebombe... Nein, können wir nicht. Okay. Bringe ich ihn mal ein kleines bisschen nach vorne. Feuerschutzmodus, mehr geht gerade nicht. Wir zerreißen noch zusätzlich ein. Bisschen Psi-Energie sammeln. Und gehen dann in den Parieren-Modus. Das hilft nämlich immer ungemein. So. Nikolai, ein bisschen nach vorne, ich brauche deine Stasis vielleicht gegen den Auserwählten. Ja, das Päckchen verlieren wir jetzt, aber das ist nicht schlimm. Advent hat die erste Kiste auf dem Luftweg rausgebracht. Wir müssen uns beeilen, wenn wir die Heul nicht rum. Wir brauchen nur den Commander lebend. Der Rest ist freiwillig. Ich werde flankiert. Genau, das ist geplant. Unser Main Tank im offenen stehen lassen, damit er einen Schuss abfängt. Genauso habe ich es geplant. Teleportieren. Okay. Psi-Bombe. Das war fast schon vorhersehbar. Ich kann weiter sehen, als ihr glaubt. Kommt schon! So. Ihn muss ich definitiv aus dem Schussfeld rausbringen, das ist aber kein Problem, kann ich gleichzeitig kombinieren mit einem Punch. Hallo! Ins Gesicht! Okay. So, dann gucken wir mal. Die ganzen Verlassenen sollten sich noch auf den einen konzentrieren, das ist kein Problem. Master Chief, dich bringe ich mal nach vorne. Ich mag es zwar nicht im Auto an Deckung zu gehen, dann gehe ich auch nicht beim Auto an Deckung. Ich gehe lieber auf die High Ground Deckung. Aber ich lasse ihn definitiv nicht stehen. So. Frage ist, können wir mit der Säurebombe vielleicht beide hier erwischen? Die Antwort lautet nein. Schade. Wir könnten mit der Frostbombe, könnten wir ihn hier einfrieren und uns ein bisschen Zeit verschaffen. Das, glaube ich, ist gar keine schlechte Idee, aber ich hebe mir mal kurz die Option noch auf. Schon unterwegs. Alternativ haben wir natürlich auch noch die Schreddersturmkanone. Aber die würde ich gerne auch so zielen, dass sie den Auserwählten trifft. Und ich sehe den Auserwählten gerade nicht wirklich. Das bedeutet, nachladen. Waffe geladen.
Da hast du einen guten Schuss drauf, da hättest du auch einen guten Schuss drauf. So. Du könntest ihn vernichten. Könntest aber auch ihn vernichten, dann stehst du nämlich noch im Offenen. Und das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Zack. Edwin scheint seit neuestem auch Ausschussware zu produzieren. Ja, sieht man ja an dir. Parieren. So. Die Frage, was wir jetzt hier machen. Wir können jetzt natürlich ihn Seelen feuern. Aber wir müssen auch natürlich da hinten nach dem gucken. Master Chief ist immer noch, leider was das betrifft, ein bisschen beschäftigt. Ist immer noch ein bisschen beschäftigt. Jimmy Lee kann auch schießen auf ihn. Schusshagel ist definitiv was nicht critten kann, ne? Dann versuche ich mich lieber an einem Crit. Nice. Hier ist halt die Frage. Können wir irgendwie ihn aufhalten? So sehen wir immer nur den anderen, ne? Verstanden. Bin mal schnell was. Ah doch, er sieht ihn. Perfekt. Weil dann können wir ihn garantiert mit einem Seelenfeuer treffen. 100%iger Schaden ist 100%iger Schaden. Feind am Boden. Wenn es lila ist, muss es psionisch sein. Ja. Ich mag seine, ne? Wenn es lila ist, muss es psionisch sein. Hat er gut rausgefunden. So, okay. Säurebombe, vielleicht ein bisschen verschwendet. Okay. Und wir haben nochmal einen Ultraschallköder. Das schmeißen wir direkt ihm in die Fresse. Ich hoffe nur, dass es irgendwie trifft. Oder wir laden nach. Oder wir geben Jimmy Lee noch... Noch einen Schuss. Dann kann er vielleicht nämlich den Typen... Weil ich mag nicht, dass die so aufeinander stehen. Das ist ein bisschen schade. 40% Crit. Komm schon, Jimmy! Oh yeah! Nice. Wow. Nikolai ist so gierig. Der kriegt die Dinger von quer von der Welt weg. Sichern sich diese Kisten so schnell wie sie können. Wenn wir auch unseren Anteil wollen, müssen wir genauso schnell sein. Ich dachte gerade, der Codex hat einen Top-Hat auf. Okay. Parieren! Genau wie geplant. Schnappt ihn euch! Oh yeah, verprügelt ihn! Okay, er zeigt sein Gesicht. Wohl nicht als barmherzig. Aber bedenken Sie die Alternative. Sie hätten
diese Städte und Kliniken nicht bauen müssen. Naja, wir wissen ja sehr gut, dass diese Städte und Kliniken gebaut wurden, nicht gerade aus Barmherzigkeit. Kein Problem, Boss. Okay, gucken wir mal, ob wir mit Schreddersturm beide erwischen können. Und tatsächlich können wir. Go, go, Gadget! Okay. Relativ hoch gepanzert. Können wir irgendwas zerreißen? Wir können ihn reißen oder wir können ihn voll zerreißen. Ein gerechter Hieb. Dann zerreißen wir ihn. Damit wir parieren können. Sie sind ein kaltblütiger Killer-Commander. Ich erkenne meinesgleichen. Ach ja? Okay, wen hast du im Visier? Ihn und wir hätten eine Serie. Ha. Boah, schau, das Treffen ist halt... Aber ich glaube, er hat ein Attachment, oder? Oder er trifft! Das ist natürlich noch viel besser. Und dann können wir ihn noch richtig schön eine verpassen oder halt eine Frostbombe auf ihn schmeißen. Obwohl er eigentlich mir absolut keine Sorgen macht. Aber gehen wir mal auf Nummer sicher. Gefroren. Lecker. So, ein Schuss auf ihn. Lade jetzt nach. Irgendwie habe ich wenig Angst, da der gefroren ist. Dann wollen wir mal. Oh, erledigt. Das ist natürlich noch viel besser. So. Hier ist natürlich alles abgefuckt. Verstanden. Bewege mich zum Ziel. Das bedeutet, wir müssen Nikolai ein bisschen mehr ins Schlachtfeld bringen. Verlieren dadurch natürlich jetzt noch mehr Kisten, aber das ist mir gerade egal. Das dauert viel länger, als ich gehofft habe. Oh, er macht seinen Schuss trotzdem. Zeit, mein Zeichen zu setzen. Das hättest du nicht überleben sollen. Halt das mal für mich. Okay. Die Ältesten sind hinter mir her. Ja, geht's jetzt auch weiter? Wie sie ihn hassen. Wie sie ihn hassen. Und das ist perfekt. Einer unserer Soldaten ist am Boden. Schnell zu ihm, bevor die Auserwählten ihn erreichen. Sollte kein Problem sein. Also zu ihm zu kommen. Aufstehen, Soldat! So, jetzt haben wir ein Verstärken, das benutzen wir nämlich auch gleich. Auf den Auserwählten. Spiel, hallo. Ich habe deine Macht erweitert. Die Ältesten haben mir viel Schlimmeres angetan. So, und dann wollen wir mal eine kleine Blasterbombe rein. Hallo!
was wohl sein? Oh! Oh! Sicher, dass du das überlegt hast? Ich mein... Sicher, dass du dir das überlegt hast? Hi! Ich meine, mein Typ verfehlt auf 1 Millimeter Nähe. Kannst du mir mal bitte sagen, warum du auf 1 Millimeter verfehlt hast? Also das war wirklich mehr als peinlich. Er ist ziemlich... So kann ich ihn halt absolut nicht treffen. Von gar nichts. Nikolai kann eher auch nichts machen. Außer jetzt halt ein paar von denen hier aussortieren. Feind erledigt. Aber das muss man leider auch tun. Feind ausgeschaltet. Hoher Munitionsverbrauch. Bedrohung ausgeschaltet. Und nachladen. Kann nicht angehalten für den Angriff. Eliminiert. Mehr Psy-Energie. Abschuss. Beim letzten Ding mache ich meinen Feuerschutz. Das kann ich machen. Vorräte markieren. So, was machen wir jetzt mit dir? Geh noch mal in Feuerschutz. Knall ab! Von ihm. Fehlschuss. Sehr schön. Töte die für mich. Machst du gut? Kletterhaken. Aha, okay. Schnappt ihn euch! Schnappt ihn euch! Er ist noch ganz warm da oben! Und somit verballert er auch komplett seinen Feuerschutz. Und schießt daneben. Nein, was du tust, ist schwachsinnig. So. Natürlich. Wir wollen natürlich ihn hier auch holen. Wir müssen ein paar Kisten holen, anders geht's nicht. Das Problem ist einfach nur, du siehst halt von kaum irgendwo. Siehst du die? Relativ schlecht. Ich könnte ihn zerreißen. Übersteuerung. Und Zellerhandropus. Wie viel Prozent hast du auf ihn? Nicht gerade die Welt, ne? Und wenn du auf ein gleich hohes Stockwerk gehst. Ich muss ja wohl zuschauen.
auch nicht wirklich mehr, aber... Ein ungewöhnlicher Fehler. Mit einer Maschine zu jagen, ist keine Kunst. Okay. Nikolai könnte unseren Lanzenträger-Buddy in Stasis verpassen. Bin unterwegs. Wir könnten aber auch versuchen, ihn endlich mal irgendwie... Okay, das will alles nicht, dass die Dinger wollen alle nicht. Dann laden wir mal einfach nur nach. Und... Chief hat auch absolut kein Zielfernrohr hier. Es kann losgehen. Nachladen. Ich denke mal, es ist ein guter Zeitpunkt, dich zu verlagern. Spurte los. Und ansonsten, was machen wir hier? Betäubungsangriff. 75%. Oder halt ein Reißen. Ich denke mal, ein Reißen und dann Parieren ist eine bessere Alternative. Bam. Ins Gesicht und jetzt schön parieren. Während du, mein Freund, hier erstmal auf Feuerschutz aus bist. Nein, er versucht seinem Auserwählten zu helfen. Welch nobles Ziel. Edmunds ist hier. Okay, da hinten sind noch mehr. Und nehmen beide Schutz hinter dem Auto. Solange er am Leben ist, habe ich das Gefühl, wollen die Verlorenen nur ihn und niemand anderen. Und das ist unglaublich praktisch, weil dann muss ich mich um die Verlorenen erstmal überhaupt nicht kümmern. Was mir jedoch auf den Sack geht, ist, dass jedes Mal, wenn neue Verlorenen, zwei Verlorene auftauchen, dass dann diese blöde Cutscene kommt, wo sie 2 Meter entlang stumpeln. Dann kommt ein kurzer Ladehänger und dann... Oh, die sind ziemlich weit am Laufen. Okay. Welche ihrer Truppen soll ich zuerst außer Dienst stellen? Wir haben jetzt natürlich keinen guten Schuss auf den auf ihn. Ich würde ihn halt unheimlich gerne nochmal verstärken. Ich weiß nicht, ob das nur eine Runde hält. Ich guck mal kurz nochmal. Diese Lichtershow kommt bei den armen Einfallspinseln sicher gut an, was? Nein, kann ich, brauche ich nur einmal machen, auf ihn hat es dann automatisch die ganze Zeit. Ich möchte ungern... Probieren wir es mal anders. Seelenläufer, das ist auf garantierten Schaden. Dein Fleisch ist schwach. Go, grill him! Nice. Es bedarf mehr als ein paar Wunden, um mich aufzuhalten, Commander. Frage ist, ist das Schild Rüstung oder ist das Schild wirklich Schild? Oh, das wäre natürlich übel, wenn wir das landen würden. Problem ist, dazu ist er zu sehr im geschützt. Und Jimmy hat hier eindeutig ein paar zu viele von denen. Feind Jimmy
Ich könnte ihn ja Volt schocken. Das könnte ich machen. Nun beginnt dein Leiden erst. Und das ist auch die gute Idee. Bam! Ah, verbleibende Verstärkentreffer ein. Okay. Du hast meine Aufmerksamkeit, Händler. Hab schon irgendwo direkt vor Roman seine Flinte. Nah genug an Roman seiner Flinte, schätze ich mal. Aber leider nicht. 23 Pro- Wow. So hoch hätte ich mir das gar nicht erträumen lassen. Ha. Huh. 64, vielleicht portet er sich einfach nochmal. Oder ich schieße daneben. Das ist natürlich auch gut. Glaubst du, dass du noch viele solcher Gelegenheiten bekommst? Warte einen Moment. Sprengschuss. Das Auto ist schon explodiert, also. Das hat jetzt absolut nichts gebracht, ne? Ja, dann unterdrücken wir ihn einfach mal. Ja, komm, weg mit euch. Ich lasse Jimmy nicht mit vier von den Typen allein. Ich habe nämlich keine Ahnung, ob das so eine gute Idee ist dann. Und Feuerschutz. Versager. Ist genauso gut wie Master Chief. Ich schaffe es nicht mehr lange. Die Wunde sollte gereinigt werden. Sie soll sich ja nicht infizieren. Na super. Das hat sicher weh getan. Das reicht für dich. Mehr hast du nicht drauf? Die Erschaffung der Verlorenen ist möglicherweise der größte Fehler, den die Ältesten je begangen haben. Abgesehen davon, dass sie ihre Flucht zuließen, Commander. Feind terminiert! Das will ich jetzt scheiße. Nice. Ich kann ihre Angst riechen. Müssen wir da aufpeppeln. Definitiv. Aber das kriegen wir hin. Kein Problem. Wir haben ja Sanitäter dabei. Da sind so viele, ich sehe nicht, ob ich ihn flankiere von hier. Also normalerweise dürfte ich ihn nicht von hier flankieren. Vielleicht sollte ich mich auch erstmal drum kümmern, die anderen Hooligans auszuschalten. Gremlin-Stabilisierung. Und dann definitiv noch eine Heilung. Heilen wir ihn hoch und dann können wir ihn wieder aufsetzen. Also nächste Runde haben wir unseren Tasser da wieder. Sichern und nachladen. So, 64%. Ich weiß, ist nicht viel. Und daneben dazu. Ist diese Waffe auch richtig zusammengesetzt? Wer hat dir denn das Schießen beigebracht? Wahnsinn! Nicht gut. Nee, nicht gut.
muss ich mich jetzt alle durchklicken, bis ich den Auserwählten habe. Oh, endlich mal ein Treffer. Das kann ich nicht durchgehen lassen. Wo geht's diesmal hin? Vielleicht sollte ich einfach einen Ultraschallköder auf die da hinten werfen, dann haben die nämlich auch noch Spaß. Ich glaube, das ist die beste Möglichkeit. Hier. Ich denke, das ist eine gute Möglichkeit, um Danny ihre Aufmerksamkeit auch noch abzulenken. Du hast einen Verbanden markiert. Nice. Und jetzt hast du einen Pfosten abgeschossen. Sehr gut, dann gehen die mir jetzt erstmal eine Weile nicht auf den Sack, solange wir noch von denen haben. Okay. Das könnte tatsächlich gar nicht so schlecht sein. Die Verlorenen sitzen scheinbar auf dem Präsentierteller. Pech für euch, dass sie auch dort sind. Eine aussterbende Kunst. So, das ist gar nicht so schlecht, weil da hat er absolut keine Deckung. Smackdown Town! Wer weiß, vielleicht überraschen sie mich dieses Mal. So. Schauen wir mal. Ich könnte den Eliten-Lanzenträger über den Haufen ballern, aber ich habe ja gesagt, ich möchte definitiv ihn holen. So. Warum kann ich ihn nicht reißen? Ich schätze mal, weil er hier steht. Das heißt, ich muss jetzt kurz durchschalten, bis ich denjenigen habe. So geht's nämlich nicht. Ich kann ihn nicht anklicken. Verdammte Kacke. Nein, nein, nein. Ich kann ihn auch nicht sehen. Okay. Komm schon, gib mir die, wo ich auch will. Nein, nein. Schaltet erst durch alle Verlorenen durch. Okay. Dann muss ich mich wahrscheinlich auf Nikolai verlassen, dass der denjenigen im Visier hat, den ich möchte. Nein. Okay. Er hat denjenigen auch nicht im Visier. Master Chief, muss nachladen. Sollte er ihn aber im Visier haben. Also da bin ich jetzt relativ sicher, dass der ihn hat. Ja, genau, ihn. So, dadurch, dass er nämlich jetzt kaputt ist, ist die Leiter offen. Und ich kann immer noch nicht hoch. Ah, okay. Ich sehe das Problem. Ich sehe das Problem. Der untere hier. Auch noch. So. Jetzt sollten wir aber ohne Probleme rein. Immer noch nicht.
ist der jetzt auch noch das Problem. Oh Mann, Master Chief. Problemlöser hier.